Es ist schöner, Richter des Bundesverfassungsgerichts zu sein. Nicht, weil die professorale Tätigkeit nicht faszinierend ist. Die Freiheit, die man in der Akademie hat, ist natürlich unvergleichlich. Aber die Verantwortung, die man als Richter oder als Richterin des Bundesverfassungsgerichts hat, die wiegt sehr, sehr vieles auf. Und wenn man diese einmalige Chance hat, dort als Richter oder Richterin tätig zu sein, dann kann man da schlichtweg nicht Nein sagen. Sie sind jetzt fast 6 Jahre dabei. Wie oft mussten Sie sich schon ärgern über Ihre Kolleginnen und Kollegen? Das musste ich eigentlich in den 6 Jahren bisher noch in keinem Fall wirklich, weil die Atmosphäre am Bundesverfassungsgericht dadurch gekennzeichnet ist, dass die Richterinnen und Richter im Weg der Entscheidungsfindung in einer unglaublichen Weise permanent miteinander im Gespräch sind. Und ich es selten bei den vielen beruflichen Stationen, die ich schon hinter mir habe, erlebt habe, dass eine so große Bereitschaft da ist, aufeinander zuzugehen und sich darum zu bemühen, den konkreten Fall, den wir zu entscheiden haben, in einer Art und Weise bestmöglich zu entscheiden, der dann von allen, die am Ende eine Unterschrift unter ein Urteil oder einen Beschluss des Verfassungsgerichts setzen, mitgetragen werden kann. Und immer in der Erwartung, wenn wir 8 uns im Senat auf eine Entscheidung einigen können, hinter der alle stehen, dass das auch eine Entscheidung sein kann, die dann für die Bürgerinnen und Bürger die beste Entscheidung ist, die wir für diesen Fall finden konnten. Jetzt sind Sie ja unter anderem, aber man kann doch sagen, vielleicht vor allem zuständig fürs Familienrecht. Es gibt ja den Begriff des richterlichen Vorverständnisses, also dass eben nicht nur das juristische Wissen, sondern durchaus auch einfach der persönliche Hintergrund Entscheidungen oder eben auch Haltungen, Einstellungen prägen kann. Welche Rolle spielt das richterliche Vorverständnis, gerade wenn man auf das Familienrecht guckt? Ich glaube, dass es natürlich immer eine gewisse Rolle spielt, welche Vorverständnisse man hat, wenn es um Verfassungsfragen geht. Das wäre unehrlich zu sagen, so etwas gibt es nicht. Und wenn Sie sich angucken, mit welchen Artikeln man zu tun hat, wenn man am Verfassungsgericht mit Familienrecht umgeht, dann ist es im Wesentlichen der Artikel 6 des Grundgesetzes. Da sind so fundamentale Begriffe drin wie Ehe, wie Familie, wie Eltern. Und ich glaube, dass alle drei Begriffe in den Inhalten in den letzten 75 Jahren der Existenz des Grundgesetzes sich einfach verschoben haben. Familienbegriffe, die wir heute haben, entsprechen nicht mehr Familienbildern, die 1949 noch galten. Und insofern spielt es sicherlich eine gewisse Rolle, mit welchem Vorverständnis man an solche sozialen Konstrukte wie Familie, an rechtliche Konstruktionen wie Ehe herangeht. Nur muss man sich natürlich im Ergebnis davon letztlich lösen. Und damit bin ich wieder bei meiner zweiten Antwort. Wir sind zum Glück 8, ja, und alle haben ein Vorverständnis. Und wenn man dann den konkreten Fall entscheiden will, dann muss man sich mit den 7 anderen und deren Vorverständnissen eben wiederum auf eine Lösung einigen. Und das gelingt, wie gesagt, im Diskurs, in der intensiven Diskussion, im Ringen um jedes einzelne Wort einer Entscheidung eigentlich ziemlich gut. Jetzt haben Sie gesagt, die Vorstellung von Ehe, Familie, Eltern haben sich geändert. Woran lag das? Wer hat es geändert? Die Gesellschaft, die Politik oder das Verfassungsgericht? Wer hat da hauptsächlich gedreht? Also ich glaube, dass es wirklich eine ziemliche Gleichverteilung zwischen allen drei Akteuren ist. Zunächst mal die Lebensverhältnisse, unter denen Menschen miteinander in einem Familienverband leben, ist ja nichts, was der Gesetzgeber vorgibt oder erst recht nichts, was das Bundesverfassungsgericht vorgibt. Sondern dass die Menschen sich in diesem Land entscheiden, etwa über längere Zeiten miteinander zu leben, in diese Zweierbeziehung, die es erstmal ist, Kinder aus der einen oder anderen Form und vielleicht auch schon aus einer früheren Beziehung der Beteiligten einzubringen. Das sind ja Änderungen im gesellschaftlichen Leben, die einfach aus der Bevölkerung kommen. Wenn man aber feststellt, es gibt solche Verschiebungen in den Formen des Zusammenlebens von Menschen in unserem Land, dann muss irgendwann das Recht reagieren. Und das tun dann wiederum die beiden anderen Akteure. Nehmen wir ein klassisches Beispiel, das verfassungsrechtlich noch gar nicht entschieden ist. Wie ist das eigentlich mit dem Eheverständnis? In den Regelungen des bürgerlichen Gesetzbuchs, also das, was der Gesetzgeber macht, ist anerkannt, dass eine Ehe auch zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Personen eingegangen werden kann. Ist aber auch noch nicht so lange der Fall. Genau, das ist noch nicht so lange der Fall. Auch das zeigt eben, dass es wandelnde Verständnisse gibt.
Und wenn es eben eine große Zahl von Personen, die gleichgeschlechtlich orientiert sind, gibt, die gerne eine enge und zwar rechtlich verfasste Form des Miteinanderlebens wollen, dann ist es doch eine Aufgabe des Gesetzgebers, darauf zu reagieren und zu überlegen, kann ich denen nicht eine Lebensform anbieten, die genau das ermöglicht. Und das hat er in zwei Schritten getan. Er hat erstmal eine Lebenspartnerschaft rechtlich konstituiert und das als Lebensform ermöglicht und dann gesagt, es gibt eigentlich keinen tragfähigen Grund mehr zwischen gleichgeschlechtlichen und nicht gleichgeschlechtlichen Ehen zu unterscheiden, hat dann die Ehe auch für Gleichgeschlechtliche geöffnet. An diesem letzten Teil hat das Bundesverfassungsgericht keinen Anteil. Es gibt auch noch keine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die den Ehebegriff insoweit festlegt, sondern in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts ist es so, dass immer noch die Ehe definiert worden ist als eine Gemeinschaft von Mann und Frau. Ja? In anderen Teilen des Familienrechts ist durchaus auch das Bundesverfassungsgericht vorgeprescht. Insbesondere in Gleichberechtigungsfragen ist es sicherlich in gewisser Weise auch ein Motor der Entwicklung gewesen. Und diese Verteilung, dass gesellschaftliche Prozesse teils angestoßen werden aus der Bevölkerung, der wichtigste Anteil, aus der Tätigkeit des Gesetzgebers und ein bisschen dann eben auch aus Verfassungsentwicklung durch das Gericht, das ermöglicht es, dass wir ein lebendiges Grundgesetz auch nach 75 Jahren haben, obwohl sich der Artikel 6, mein Beispielsfall, in diesen 75 Jahren nicht grundlegend geändert hat. Aber unsere Verfassung ist flexibel genug, auf neue Formen der Lebenswirklichkeit zu reagieren. Und das macht sie auch so faszinierend als Verfassung. Jetzt haben Sie gesagt, Sie hätten noch nicht quasi gebilligt, dass es die Ehe für alle gibt. Also dass der Ehebegriff auch auf gleichgeschlechtliche Paare ausgedehnt wird. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat auch gerade das Verfassungsgericht eigentlich den Gesetzgeber sehr in diese Richtung getrieben, indem es eben immer gesagt hat, der Artikel 6, der besondere Schutz der Ehe, gibt gerade keine Rechtfertigung dafür, gleichgeschlechtliche Paare schlechter zu stellen, gerade im Steuerrecht auch. Genau, das ist aber nochmal eine andere Frage. Verfassungsrechtlich geht es in dem einen Kontext darum, kann der Gesetzgeber, wenn er gesetzliche Regelungen trifft, an den Umstand von Ehe etwas knüpfen? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Adoption. Es war eine ganze Zeit lang so, dass Stiefkinder nur von Eheleuten adoptiert werden konnten, aber nicht gemeinsam adoptiert werden konnten, wenn die Verbindung zwischen Mann und Frau keine Ehe war, obwohl sie vielleicht als Beziehung die gleiche Stabilität hatte, die Menschen schon sehr, sehr viele Jahre miteinander lebten, weitere Kinder hatten. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, jetzt gibt es keinen tragfähigen Grund mehr. Die Ehe alleine ist nicht der einzige Stabilitätsanker, den es in einer zwischenmenschlichen Beziehung geben kann. Es kann auch nicht-eheliche Lebensgemeinschaften geben, die sind genauso stabil für die Kindererziehung und es gibt keinen Grund zu differenzieren zwischen den beiden. Mein Punkt war, es gibt bisher keine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, in der der Ehebegriff des Artikel 6 Absatz 1 so ausgelegt worden ist, dass man sagt, das ist verfassungsrechtlich auch die Gemeinschaft von zwei gleichgeschlechtlichen Personen. Dazu war bisher auch gar kein Anlass, sondern die Entscheidungen, die ergangen sind, haben sich alle an dem klassischen Eheverständnis des Verfassungsrechts orientiert und gesagt, das sind verschiedengeschlechtliche Menschen, die die Ehe miteinander eingehen können. Ob im Rahmen der Verfassungsinterpretation in der Zukunft etwas anderes gesagt werden kann, wird sich zeigen, aber es war bisher kein Anlass. Aber das heißt, theoretisch können Sie die Ehe für alle, also für gleichgeschlechtliche Paare, noch für verfassungswidrig erklären? Das ist eine Frage, die ich natürlich erst dann beantworten kann. Ja, rein theoretisch. Rein theoretisch gibt es jedenfalls nach den bisherigen Entscheidungen des Verfassungsgerichts, gäbe es diese Möglichkeit. Ich halte das nicht für einen realistischen Fall, aber theoretisch wäre das denkbar. Jetzt haben wir ja schon sehr, sehr schön uns im Familienrecht bewegt, ein paar Konstellationen gehabt. Eben Patchwork-Familie ist ja auch so ein Begriff, der gesellschaftliche Veränderung oder eine gesellschaftliche Realität beschreibt. Über so einen Fall hatten Sie ja neulich auch zu entscheiden, die Konstellation, bisschen komplizierter, ich versuche es knapp zusammenzufassen, eine Konstellation, in der es eben vorkommt, dass es einen Erzeuger, einen leiblichen Vater gibt, der auch eine Beziehung zum Kind hat, wie stark auch immer, der aber eben nicht rechtlicher Vater ist, weil die Eltern nicht verheiratet sind und weil eben nicht er die Vaterschaft anerkannt hat oder anerkennen durfte, man braucht da die Zustimmung der Mutter, die Mutter wollte, warum auch immer, dass ein anderer die Vaterschaft anerkennt oder jedenfalls ein anderer Mann hat die Vaterschaft anerkannt und die Mutter hat dem zugestimmt. Also
Der Nichterzeuger hat die rechtliche Vaterschaft und der Erzeuger hat zwar eine soziale Beziehung zum Kind, also trifft das Kind, spielt mit ihm, wie auch immer, nimmt vielleicht auch Erziehungsaufgaben wahr, aber ist eben nicht rechtlicher Vater. Und bisher konnte in so einer Situation der biologische Vater, der Erzeuger, quasi nicht in die Rechtsstellung kommen, solange der andere, der rechtliche Vater, eben auch eine Beziehung, eine soziale Beziehung zum Kind hat. Jetzt haben Sie geurteilt, dass das verfassungswidrig ist, dass hier der Erzeuger dass seine Elternrechte quasi verletzt sind. Warum? Können Sie das nochmal erklären, wo da der Knackpunkt ist? Ja. Der Knackpunkt ist relativ einfach erklärt. Es ging um eine spezifische Konstellation, um leibliche Väter, wobei die Leiblichkeit in einem ganz engen, überkommenen Sinne gemeint ist, nämlich leiblicher Vater deshalb, weil das Kind, um das es geht, gezeugt worden ist durch Geschlechtsverkehr zwischen der Mutter und diesem Mann. Und in die Rechtsstellung eines solchen Vaters ging es. Und nach bisherigem Recht, das im BGB geregelt war, hatte zwar dieser leibliche Vater durch eine sogenannte Vaterschaftsanfechtung die Möglichkeit, auch rechtlicher Vater des Kindes zu werden und dann auch rechtliche Verantwortung für das Kind zu übernehmen. Das war aber ausgeschlossen, wenn zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung, und gerichtliche Entscheidung meint jetzt familiengerichtliche Entscheidung, dieses Kind, also sein leibliches Kind, in einer engen familiären Beziehung zu einem anderen Mann, typischerweise dem Partner der Mutter und dem rechtlichen Vater des Kindes, stand. Das hatte die fatale Konsequenz, dass wenn ich einmal als leiblicher Vater versucht habe, im Wege der Vaterschaftsanfechtung rechtlicher Vater für mein Kind zu werden, und das scheiterte an der im Moment der familiengerichtlichen Entscheidung bestehenden engen Verbindung zwischen Kind und dem anderen Mann, dann war ich dauerhaft von der Möglichkeit ausgeschlossen, rechtlicher Vater meines Kindes zu werden. Und zwar selbst dann, wenn später die rechtliche Beziehung, die zwischen dem Kind und dem anderen Mann bestand, weggefallen ist. Und es gibt keinen verfassungsrechtlich tragfähigen Grund, in einer solchen Situation zu sagen, der leibliche Vater kann niemals mehr rechtlicher Vater seines Kindes werden, kann niemals wieder rechtliche Verantwortung für das Kind tragen. Und was wir jetzt getan haben, ist nur dem Gesetzgeber aufzugeben, eine neue gesetzliche Regelung zu schaffen, die es dem leiblichen Vater in einer effektiveren Weise als bisher ermöglicht, in diese rechtliche Vaterstellung einzurücken. Nichts anderes sagt die Entscheidung. Und sie gilt auch nur, das möchte ich auch in diesem Zusammenhang nochmal betonen, für diese Form von leiblicher Vaterschaft. Man kann ja variieren, man kann ja sagen, ja, was ist, wenn der leibliche Vater, wenn das Kind in vitro gezeugt wurde? Also wir reden noch nicht mal über den Samenspender, sondern wirklich über das ist ein Paar und das Kind wird aber in vitro gezeugt. Schon dafür gilt das nicht mehr. Jedenfalls nicht unmittelbar, sondern es ist dann wiederum Aufgabe des Gesetzgebers, dafür Regelungen zu schaffen. Und erst dann, wenn der Gesetzgeber sozusagen seine Aufgabe, Recht zu gestalten, wahrgenommen hat, dann können wir im Rahmen der üblichen Verfahren darüber entscheiden, ob diese gesetzliche Regelung dann wiederum etwa dem Elternrecht des In-vitro-Vaters entspricht. Aber wir machen dem Gesetzgeber keine Vorgaben außerhalb unseres konkreten Verfahrensgegenstandes, wie er zukünftig Recht gestalten soll, sondern das ist klar im gewaltengeteilten Staat verteilt. Der Gesetzgeber tritt in die Vorlage, trifft eine gesetzliche Regelung und erst nachträglich überprüft das Bundesverfassungsgericht, ob diese Gesetzeslage, die da geschaffen worden ist, mit der Verfassung in Einklang steht. Umgekehrt wäre es ein schwerer Verstoß gegen die Gewaltenteilung. Trotzdem kriegt natürlich der Gesetzgeber von Ihnen jetzt einen Arbeitsauftrag und Sie, wir feiern jetzt 75 Jahre Grundgesetz, Sie stützen sich auf das Grundgesetz. Der Artikel 6 ist eine der Normen, die unverändert, also jedenfalls vom Wortlaut her unverändert geblieben sind. Haben sich denn die berühmten Mütter und Väter des Grundgesetzes das auch so vorgestellt, wie sie jetzt entschieden haben? Das ist tatsächlich eine wiederum nicht ganz leicht zu beantwortende Frage, weil die Vorstellungen der Mütter und Väter des Grundgesetzes über die Stellung des nicht ehelichen Vaters, um den es ja hier dann geht, tatsächlich ziemlich diffus gewesen sind. Einerseits ist es völlig klar gewesen, dass man der leiblichen Elternschaft immer eine erhebliche Rolle zugesprochen hat, tat sich allerdings schwer mit der Konstellation des nicht-ehelichen Vaters.
Weil aber die Leiblichkeit, und das kann man der Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes ziemlich gut entnommen, eine starke Rolle gespielt hat in den Betrachtungen, was macht eigentlich Familie und Elternschaft aus, bin ich ziemlich sicher, dass wir auch im Einklang mit den Vätern und Müttern des Grundgesetzes mit dieser Entscheidung stehen. Aber dürften Sie sich quasi auch, gesetzt im Fall, es gäbe klare, aus den Dokumenten, es gäbe klare Vorstellungen, dürften Sie sich heutzutage auch von diesen Vorstellungen entfernen? Ja, das dürfen wir und das maßen wir nicht nur als Bundesverfassungsgericht uns an, sondern wir bewegen uns damit methodisch sozusagen auf einem Pfad, der von fast allen Verfassungs- und Höchstgerichten jedenfalls in Europa beschritten wird. Wir verstehen die Verfassung, und jetzt muss ich einen englischen Begriff verwenden, weil es gar keine gute deutsche Begrifflichkeit dafür gibt, als ein sogenanntes Living Instrument, also als ein lebendes. Lebendes heißt genau das, worüber wir zu Beginn diskutiert haben. Wir und unsere europäischen Partnergerichte, auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte beispielsweise, gehen davon aus, dass ein und dieselbe grundrechtliche Gewährleistung, etwa Schutz des Elternrechts, nicht als Gewährleistung sich verändert, aber in der Bedeutung angepasst werden muss. Wenn wir wissen, dass Eltern das Recht haben, ihre Kinder zu pflegen und zu erziehen, dann müssen wir doch schauen, wie hat sich das Elternverständnis verändert, wenn wir auf einmal vor der Situation stehen, dass wir eine Vielzahl von etwa Patchwork-Familien haben, in denen nur ein Elternpartner eine leibliche Verbindung zum Kind hat, der andere Elternteil aber trotzdem echte Erziehungsverantwortung trägt, dann müssen wir doch darauf reagieren können. Und zwar nicht, indem wir das Grundgesetz umschreiben, sondern das lautet immer noch in Artikel 6 Absatz 2 Satz 1, Pflege und Erziehung der Kinder ist zuvörderst Aufgabe und Recht der Eltern und die sie treffende Pflicht. Aber was das für Konstruktionen sind, die sich hinter dem Elternbegriff verständigen, das ist anpassungsfähig und genau das machen wir mit unserer sozusagen Auslegung von Verfassung als Living Instrument. Andere Verfassungsgerichte außerhalb von Europa machen das nicht. Diejenigen, die sich mit Verfassungsrecht beschäftigen, wissen das. Der höchste Gerichtshof der Vereinigten Staaten, der Supreme Court in Washington, hat ein völlig anderes Verfassungsverständnis und interpretiert die Verfassung der Vereinigten Staaten letztlich nach dem Wortlaut der Ursprungsverfassung. Damit schneidet man sich aber die Möglichkeit ab, das, was eine Verfassung nach europäischem Verständnis im Wesentlichen leistet, nämlich die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger zu schützen, in einer modernen Weise zu gewährleisten. Deshalb halten wir unseren Weg methodisch für richtig. Und nochmal, wir sind damit nicht alleine, sondern in der deutlichen Mehrheit der Verfassungsgerichte auf dieser Welt. Also wir müssen keine Angst haben, dass Sie da irgendwann mal dem Supreme Court folgen. Also unmittelbar könnten wir dem Supreme Court der Vereinigten Staaten nie folgen, weil die Verfassungskontrolle der USA... Vom methodischen Ansatz sehe ich im Moment tatsächlich keine großen Gemeinsamkeiten, während wir sehr, sehr große Gemeinsamkeiten mit, wie gesagt, einer Vielzahl von Verfassungsgerichten dieser Welt haben, einen sehr engen Austausch auch im methodischen haben mit dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg und mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wir haben eine gemeinsame methodische Tradition, wie wir Verfassungen und verfassungsähnliche Texte auslegen. Und das macht vieles in der Zusammenarbeit mit den Kollegen auch besonders leicht. Mhm. Mal ganz kurz zu dem Fall. Welche Rolle, das kommt ja als Verfassungsbeschwerde zu Ihnen, dieser Fall. Also die meisten Verfahren bei Ihnen sind ja Verfassungsbeschwerde im ersten Senat. Welche Rolle spielt da der konkrete Fall? Gucken Sie sich quasi an, ach, ist das jetzt irgendwie von einem, Sie sehen natürlich erstmal nur die Akten, klar, da gab es auch in dem Fall gab es eine Verhandlung, dann haben Sie natürlich den Beschwerde auch gesehen. Macht das irgendeinen Eindruck? Manchmal gibt es auch noch, manchmal äußert sich auch ein Beschwerde für, macht sowas einen Eindruck, dass man irgendwie ein Gefühl für die Personen entwickelt, die da, um die es da geht? Welche Rolle spielt das? Also es, aus Interesse ist es natürlich gut, in einer mündlichen Verhandlung, in einem Verfassungsbeschwerdeverfahren auch die Personen zu sehen, über deren Rechte man gerade entscheidet. Für die Entscheidungsfindung ist es im Verfassungsgericht, anders als in der Fachgerichtsbarkeit, nicht von ganz so großer Bedeutung, weil wir ja nicht den konkreten Fall fachrechtlich entscheiden, sondern nur beurteilen, und das nur ist ernst gemeint, ob das geltende Recht und seine Anwendung durch die Fachgerichte, hier die Familiengerichte, mit Verfassungsrecht in Einklang steht.
Und dadurch, dass wir auf einer anderen Ebene entscheiden, ja auch nicht vorgegeben haben, dass jetzt unser Verfassungsbeschwerdeführer, also der leibliche Vater, ja, der ist nicht aufgrund unserer Entscheidung, ist der auf einmal rechtlicher Vater, sondern er hat nur in der Zukunft die Chance, das noch zu werden, wenn ich, nämlich der Gesetzgeber eine gesetzliche Neuregelung getroffen hat, die ihm dann bessere Rechtsmöglichkeiten einräumt als das alte Recht. Und insofern, wie gesagt, hat für uns jetzt das Ansehen der konkret Verfahrensbeteiligten im Verfassungsbeschwerdeverfahren keine so ganz große Bedeutung. Das ist anders, etwa in meinen 6 Jahren am Bundesgerichtshof. Wenn Sie dann den Angeklagten auch mal in der Revisionshauptverhandlung haben, ja, da entscheiden Sie ganz konkret diesen Fall am Schicksal des Einzelnen. Und den dann mal gesehen zu haben, hat nochmal eine andere Bedeutung. Okay, aber das finde ich jetzt interessant, weil auch da geht es ja eigentlich um Rechtsfragen, ja. Verfahrensfragen. Also das sind ja eben auch keine Tatsacheninstanz. Also da können Sie ja auch nicht sagen, da hat es schon den Richtigen erwischt. Genau, das ist auch keine Option, ob es den Richtigen erwischt hat. Es bleibt trotzdem eine andere Entscheidungsebene. Weil auch als Revisionsgericht in der Fachgerichtsbarkeit entscheide ich diesen konkreten Fall letztinstanzlich. Habe ich, wie in dem Fall des leiblichen Vaters, eine Verfassungsbeschwerde, bei der es im Kern nur um die Überprüfung der gesetzlichen Regelung geht, entscheide ich eben nicht den Fall, sondern ich gebe nur die rechtlichen Rahmenbedingungen vor für andere, die dann am Ende diesen Fall neu entscheiden müssen. Das macht den Unterschied. Jetzt habe ich Sie auf den Fall natürlich angesprochen, weil Sie ja der sogenannte Berichterstatter waren. Können Sie mal erklären, was macht denn der Berichterstatter, was macht er anders als die anderen? Also sind die quasi, nicken die das dann nur ab? Wie läuft das? Nein, niemand von den Achten, wenn durch Senatsentscheidung die Entscheidung getroffen werden, nickt nur etwas ab. Die Bedeutung des Berichterstatters liegt in der Vorbereitung der Fälle. Vorbereitung der Fälle heißt, es kommt eine Verfassungsbeschwerde, wie in diesem Fall, auf meinen Schreibtisch und dann lege ich los. Ich lese die Akten intensiv, nehme eine erste rechtliche Vorsichtung vor und erkenne, oh, da gibt es ein grundlegendes Problem. Die aktuelle Rechtslage nach dem bürgerlichen Gesetzbuch, das all diese Fragen der leiblichen Vaterschaft regelt, ist vielleicht mit Verfassungsrecht nicht in Einklang. Und dann entscheide ich mich als Berichterstatter zu sagen, das ist ein Fall, den müssen wir im Senat entscheiden. Und dann fängt man an, ein sogenanntes Votum zu schreiben. Ein Votum ist nichts anderes als ein sehr, sehr umfassendes Rechtsgutachten zu dem konkreten Fall. Da wird der Fall dargestellt, da wird dargestellt, was bisher in den familiengerichtlichen Instanzen entschieden worden ist. Da wird aufgelegt und auseinandergenommen, wie die fachrechtliche Rechtslage ist. Es wird die bisherige Verfassungsrechtsprechung zu diesen Fragen dargestellt und dann wendet man all das auf diesen Fall an. Dieses Gutachten mit allen Anlagen geht dann an alle anderen 7 Kolleginnen und Kollegen des Senats, die dann am Ende dieselbe Entscheidungsgrundlage haben wie ich. Die fangen dann nämlich an zu lesen, was hat der Ratgeber in seinem Votum geschrieben. Was hat der Bundesgerichtshof entschieden? Was hat vorher schon das Oberlandesgericht entschieden? Wie sind die fachrechtlichen Regelungen gewesen? Und nachdem alle dieses Votum zur Kenntnis genommen haben, dann gehen wir in die eigentliche Beratung und versuchen auf der Grundlage dessen, was das Votum an sozusagen Entscheidungsoptionen aufgezeigt hat, den konkreten Fall zu entscheiden. So dass der Berichterstatter sozusagen nur Pflichten hat, aber nicht irgendwie mehr Rechte bei der Entscheidung des Falls, sondern er muss für alle anderen den Fall aufbereiten und dann auf absolut gleicher Kenntnisgrundlage entscheiden alle 8 einen solchen Fall. Und die 8 haben aber das erste Mal mit dem Fall zu tun, wenn sie das Votum lesen? Oder wird vor dem Votum auch schon mal, ich meine, es könnte ja sein, sie galoppieren mit ihrem Votum in eine völlig falsche Richtung, fragt man dann nicht vorher schon mal irgendwie, wie siehst du das? Also auf dem Flur zumindest. Ja. Also es ist immer gut und das sollte man auch tun, dass man vorher auch schon mit den Kolleginnen und Kollegen über Dinge spricht. Eine Rechtsfrage aufwirft, weil man weiß, dass sie einen im nächsten Votum beschäftigen wird. Da legt man aber noch nicht die Einzelheiten des Falles offen, denn das passiert formal erst dann, wenn der Senat mit der Sache tatsächlich beschäftigt ist. Aber das Rechtsgespräch vorher ist wichtig. Und gerade wenn es um Verfassungsbeschwerden geht, muss man eins noch sehen. Es ist nicht immer von vornherein klar, ob über eine Verfassungsbeschwerde durch alle 8 Richterinnen und Richter des Senats entschieden wird oder ob es nicht wie in der ganz großen Mehrzahl aller unserer Fälle nur durch 3 Richterinnen und Richter entschieden wird. Und
Über diese Frage kann man auch durchaus mal im Vorfeld diskutieren, ob auch die anderen der Auffassung sind, dass es eine neue verfassungsrechtliche Frage, die sich da stellt, die muss dann zwingend im Senat entschieden werden, oder ob man den Fall nicht auf der Grundlage dessen, was das Gericht in der Vergangenheit entschieden hat, schon zu einer Entscheidung kommen kann. Und darüber spricht man auch durchaus. Schreiben Sie das Votum bei Senatssachen selbst? Nein, nicht vollständig, sondern es gibt immer einen Entwurf meiner wissenschaftlichen Mitarbeiter. Der geht dann an mich und dann mache ich daraus das endgültige Votum. Ein bisschen anders mache ich es bei den Entscheidungen. Ich formuliere meine Entscheidung, egal ob in Beschlussform oder in Urteilsform, die formuliere ich von Anfang an dann ohne Beteiligung meiner Mitarbeiter selbst. Da gibt es aber auch unterschiedliche Techniken sozusagen und Vorlieben in der Richterschaft. Aber die, wie gesagt, schreibe ich alle dann von vornherein selber. Beim Votum würde man das ansonsten nicht schaffen, nur um eine Größenordnung zu nennen. Das Gericht entscheidet pro Jahr so etwa 5.000 bis 5.200 Verfassungsbeschwerden. Das bedeutet als Verfassungsrichter, dass man ungefähr 40 bis 45, manchmal 50 Verfahren im Monat entscheiden muss. Wenn ich alles selber schreiben würde, dann könnten wir diese hohe Zahl von Erledigungen nicht halten. Und deshalb haben wir Unterstützung durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die alle selber Volljuristen sind, in der Regel Richter, Staatsanwälte sind, für eine Zeit lang an uns abgeordnet werden. Und wenn die nicht in einem großen Teil von Verfahren solche Vorarbeiten leisten würden, wie gesagt, könnten wir die Arbeit nicht in der Zeit schaffen. Wir würden sie auch schaffen, klar, aber nicht in der Zeit. Jetzt sind Sie ja primär für das Familienrecht, aber eben auch für Wandernamensrecht, ja, Transsexuellenrecht und so weiter zuständig. Wie bekommt man eigentlich diese Zuständigkeit? Wer teilt das zu und wer teilt das zu? Genau, das ist bei uns wie in allen anderen Gerichten auch die sogenannte Geschäftsverteilung, also welcher Richter, welche Richterin ist gerichtsintern für was zuständig, wird in einem Geschäftsverteilungsplan geregelt. Die fundamentale Bedeutung dieses Geschäftsverteilungsplans liegt darin, dass nicht von vornherein klar ist, wer konkret für den Fall zuständig ist, soweit es nicht um die abstrakt generellen Regeln geht. Es muss klar sein, wer der gesetzliche Richter ist. Und das muss man im Geschäftsverteilungsplan abstrakt generell regeln. Das heißt, man muss sagen, ja, für alle Familienrechtsfälle ist immer ein Berichterstatter zuständig, mit der weiteren Konsequenz, dass dann auch das Dreiergremium, die Kammer, der dieser Berichterstatter angehört, auch der gesetzliche Richter ist. Also, es ist Sache der Richterinnen und Richter selber, in diesem Geschäftsverteilungsplan festzulegen, wer was als Berichterstatter oder Berichterstatterin zu erledigen. Also das macht der Senat quasi. Das macht der Senat. Aber haben Sie da nicht gesagt, Leute, ich bin Strafrechtler, ich mache euch doch jetzt nicht das Familienrecht? Ja, diese Frage hat sich nicht gestellt, weil die Geschäftsverteilung im Senat setzt natürlich voraus, dass der Senat für die Sachmaterie zuständig ist. Und da gibt es eine schon sehr lange bestehende Entscheidung im Verfassungsgericht, dass für das Strafrecht mit einer ganz kleinen Ausnahme mittlerweile der andere Senat, also der zweite Senat, zuständig ist. Und deshalb hat sich für mich die Frage nicht wirklich gestellt, ob ich Strafrecht als Berichterstatter bekomme. Hätte man Sie dann nicht eigentlich in den zweiten Senat wählen müssen? Sie sind doch völlig falsch im ersten. Nein, das hoffe ich nicht, dass ich völlig falsch im ersten Senat bin. Ich glaube, es hat einen Wert, wenn man als Verfassungsrichter oder Verfassungsrichterin mit Materien betraut ist, die man nicht vorher schon aus der, wir nennen das, fachrechtlichen Perspektive immer schon begleitet hat. Denn wir sollen ja nicht das Fachrecht, also nicht das bürgerliche Gesetzbuch auslegen oder in meinem Fall nicht das Strafgesetzbuch auslegen, sondern wir sollen das Grundgesetz auslegen und anwenden. Und merkwürdigerweise sind auch Richterinnen und Richter, auch die des Verfassungsgerichts, nur Menschen. Und die Gefahr, dass dann, wenn ich für Strafrecht zuständig wäre, ich meinen Kolleginnen und Kollegen, die an Strafgerichten für das Strafrecht zuständig sind, am allerliebsten natürlich erklären würde, wie das mit dem Strafrecht richtig geht. Die Gefahr ist wahrscheinlich in einem kleinen Umfang vorhanden. Wenn man vorher noch nicht intensiv mit Familienrecht zu tun gehabt hat, dass ich mir jetzt anmaße, die Regelung des bürgerlichen Gesetzbuchs im Familienrecht besser zu verstehen als die Kolleginnen und Kollegen in der Familiengerichtsbarkeit, das maße ich mir nicht an, sondern ich konzentriere mich auf die verfassungsrechtlichen Fragen. Und insofern ist es vielleicht ganz gut, wenn man mit Sachmaterien zu tun hat, die man fachrechtlich vorher nicht besonders intensiv begleitet. Also letztlich, es wäre eine Empfehlung tatsächlich dann an die,
an Bundestag und Bundesrat, also an die Wahlgremien, möglichst Leute nicht auf ihr, also in den Senat zu schicken, der nicht für das Fachgebiet des Kandidaten zuständig ist. Der Wunsch an die Wahlorgane, an beide Wahlorgane ist, dass sie jeweils möglichst geeignete Kolleginnen und Kollegen findet, die in jeder Hinsicht den Anforderungen entsprechen, die das Amt des Verfassungsrichters mit sich bringt. Wie dann die Wahlgremien das sozusagen auf der Auswahlebene finden, das ist ihre Sache, da kann ich auch keine Empfehlung aussprechen. Mein Eindruck ist allerdings, ich nehme mich aus, über mich kann ich nicht sagen, dass in den vergangenen 75 Jahren das mit der Auswahl jedenfalls in weiten Teilen noch ganz gut funktioniert. Okay, aber tatsächlich, Sie würden betonen, also es ist völlig in Ordnung, Völkerrechtler in den ersten Senat zu schicken, auch wenn der zweite Senat für Völkerrecht zuständig ist. Ja, das ist tatsächlich so, weil auch für Völkerrecht gilt, am Ende sind es die Auslegungsfragen des Grundgesetzes, die auch in völkerrechtlichen Materien den Ausschlag geben. Und da ist es nicht zwingend, dass man selbst als Berichterstatter oder Berichterstatterin aus dem Völkerrecht kommt. Nochmal denken Sie an das, was ich als Entscheidungsweg gefunden beschrieben habe. Alle acht entscheiden. Also wenn Sie einen Völkerrechtler drin haben im Senat, obwohl er nicht Berichterstatter ist, dann kommt die Expertise ohnehin über andere rein. Und das ist auch das Schöne, dass die Richterinnen und Richter in beiden Senaten jeweils unterschiedliche Biografien haben, das heißt unterschiedliche Vorerfahrungen mitbringen. Und in der Summe dieser Vorerfahrungen kriegt man dann schon ein relativ gutes Bild für den jeweiligen Fall, weil jeder eben seine zusätzliche Expertise in die Lösung des Falles einbringen kann. Wie wird man eigentlich Verfassungsrichter? Also haben Sie sich da mal irgendwo beworben? Gibt es eine Warteliste oder wie läuft das? Also es gibt jedenfalls keine Warteliste, die ich kennen würde, und es gibt auch keine Bewerbungsmöglichkeit. Und auch wenn das jetzt trivial klingt, manchmal sind die Dinge so. Ich bin im Juli des Jahres 2018 durch den Deutschen Bundesrat zum Richter gewählt worden. Ungefähr 4 Wochen vorher bekam ich einen Anruf von einem damals amtierenden Ministerpräsidenten eines Bundeslandes, der mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, Richter des Bundesverfassungsgerichts zu werden. Der kannte meine Biografie und offenbar war er der Auffassung, dann auch seine 15 Kolleginnen und Kollegen, dass ich jedenfalls die Voraussetzungen mitbringe, aus deren Sicht die man braucht. Ich bin jedenfalls in dieses Auswahlverfahren sozusagen nicht eingebunden gewesen, und bei mir ist es auch so, dass anders als manchmal bei Kolleginnen und Kollegen, die durch den Deutschen Bundestag gewählt wurden, ich habe mich nirgends vorgestellt. Sondern man kannte meine Biografie. Die Ministerpräsidenten haben offenbar an Gesprächen, an denen ich nicht beteiligt war, sinnvollerweise nicht beteiligt war, gemeint, der könne das, und dann bin ich einstimmig gewählt worden, dankenswerterweise. Aber wie wichtig ist es, Sie sagen Ministerpräsident, also man muss da, gab es da mal einen persönlichen Kontakt oder? Es gab mal einen persönlichen Kontakt, der allerdings zu dem Zeitpunkt 4 Jahre zurücklag, danach nicht mehr. Es ist sicherlich so, dass es immer wieder durch Beobachtungen in den politischen Wahlgremien schon geschaut wird, wer kommt für eine solche Position in Betracht. Wir haben ohnehin ja bestimmte zwingende Anforderungen, etwa eine zwingende Anforderung, mindestens 3 Richterinnen und Richter in jedem Senat müssen vorher Bundesrichter gewesen sein. Und dann schaut man wiederum aus dem Kreis der Bundesrichter, kommen da alle in Betracht oder gibt es solche, die jetzt wiederum, weil sie relativ breit aufgestellt sind, jetzt beziehe ich es mal auf mich, er war schon mal Hochschullehrer, war dann lange höchster Strafrichter in Deutschland, das ist schon mal ein relativ breiter Erfahrungsschatz, der könnte vielleicht auch im Verfassungsgericht ganz gut aufgehoben sein. Ich vermute, dass dann tatsächlich im politischen Prozess, den ich nicht kenne, es so etwas wie, sozusagen, jedenfalls mal Merkposten gibt, das könnten geeignete Personen sein. Und am Ende handeln dann die jeweilig zuständigen Parteivertreter oder eben Institutionenvertreter offenbar miteinander aus, wer als Kandidat vorgeschlagen wird. Parteivertreter, also wie wichtig ist die Parteinähe? Wie ist es bei Ihnen? Also ich bin nicht Mitglied einer Partei. Ihre Kollegen und Kolleginnen haben nach meiner Wahl geschrieben, ich sei der Konservative. Die Presse kann nicht irren, also wird das so sein. Aber wie gesagt, ich bin nicht Mitglied einer Partei, bin es auch nie gewesen. Und insofern muss die Einschätzung auf der Seite der CDU-CSU, das sei jemand, der von unserer, sprich CDU-CSU-Seite präsentiert werden kann, auf anderem Wege zustande gekommen sein. Aber Sie mussten niemandem irgendwas versprechen? Nein, ich musste niemandem irgendwas versprechen. Das ist auch der große Vorteil der Regelung sozusagen unserer Dienstverhältnisse. Wir haben ja 2 Grenzen, maximal 12 Jahre und maximal bis 68 und noch viel wichtiger, nicht wiederwählbar.
Es gibt keine Notwendigkeit für mich, jetzt so zu entscheiden, nach meiner Erwartung, dass auch zukünftig die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen immer zufrieden sind mit dem, was der Radke als Berichterstatter vorbereitet, weil ich scheide nun mal 2030 aus. Zwingend kann ich wieder gewählt werden. Und deshalb habe ich niemandem etwas versprochen, brauche niemandem etwas zu versprechen, sondern bin extrem unabhängig. Das ist ein großer Vorteil, glaube ich, der Regelungen, die wir derzeit haben. 12 Jahre nicht wiedergewählt. Kommen wir nochmal aufs Strafrecht. Sie sind ja Strafrechtler. Strafrecht gilt ja oft als Allheilmittel. Also wenn gesellschaftlich irgendwas schiefläuft, wird sofort nach härteren Strafen gerufen, etwa wie unlängst jetzt bei verschiedenen Anschlägen oder Übergriffen auf Politiker in den Wahlkämpfen, Sondertatbestände. Können härtere Strafen dazu führen, können härtere Strafen etwas bewirken? Also kriminologisch wissen wir einigermaßen genau, dass die Höhe, schon gar nicht die abstrakte Höhe der im Gesetz angedrohten Strafen ein entscheidender Faktor dafür ist, ob eine Straftat begangen wird oder nicht. Wir wissen aus empirischen Untersuchungen, dass der wichtigste Faktor bei der am Ende ja bewussten Entscheidung, begehe ich eine Straftat, ja oder nein, die Entdeckungswahrscheinlichkeit ist. Wenn ich als Täter, typischerweise sind es ja Männer, muss man zugeben, und weniger Täterinnen, wenn ich mich entscheide, eine Straftat zu begehen, dann fällt die Entscheidung, ob ich sie tatsächlich begehe, jetzt mal von Ausnahmekonstellation abgesehen, in der Regel danach, wie hoch ist die Entdeckungswahrscheinlichkeit. Das heißt, die Frage, ob es am Ende eine Höchststrafe von 10 Jahren oder von 5 Jahren wird, ist kriminologisch betrachtet nicht das Wesentliche. Trotzdem muss man natürlich auch sagen, der Gesetzgeber kann, indem er Strafen erhöht oder Sondertatbestände schafft, natürlich zum Ausdruck bringen, dass ihm bestimmte Verhaltensweisen, mögen sie als neue Verhaltensweisen, erstmals auftauchen oder sich eben in ihren konkreten Ausprägungen verändert haben. Da kann er zum Ausdruck bringen, indem er neue Straftatbestände schafft, dass er das für ein besonders strafwürdiges Verhalten hat. Was das für einzelne Konstellationen dann bedeutet, das muss der Gesetzgeber am Ende entscheiden. Trotzdem will ich das Beispiel aufnehmen. Wenn es jetzt um verdammenswerte Übergriffe auf politisch aktive Menschen geht, dann kann ich gut nachvollziehen, dass der Bundesgesetzgeber überlegt, muss ich da nachschärfen. Und wenn er das am Ende tut, dann ist das sein gutes Recht. Versucht man es sehr nüchtern zu sehen, da muss man immerhin sagen, die Tatbestände, die jetzt schon verwirklicht werden, der Grundtatbestand, so nennen wir das die Körperverletzung, hat eine Höchststrafe von 5 Jahren. Der konkrete Übergriff auf den SPD-Kandidaten für die Wahl zum Europaparlament in Sachsen ist von mehreren Tätern begangen worden, soweit ich es der medialen Berichterstattung entnommen habe. Das heißt, es könnte strafrechtlich betrachtet sogar eine gefährliche Körperverletzung sein. § 224 Absatz 1 Nummer 4 für die Eingeweihten, StGB, ist die Begehung einer Körperverletzung durch mehrere Personen gemeinschaftlich. Höchststrafe 10 Jahre. Jetzt kann man immer noch sagen, ich will stärker zum Ausdruck bringen durch einen Sondertatbestand, dass der Angriff auf einen Politiker war. Dass man die Höchststrafe, die bei uns sowieso auf 15 Jahre gedeckelt ist, jetzt über die 10 Jahre, die der § 224 StGB schon hergibt, dass man die unbedingt erhöhen müsste und dadurch ein höheres Maß an Sicherheit für Politiker und Politikerinnen schafft, da bin ich nicht völlig sicher, muss aber der Gesetzgeber einschätzen. Nur wie gesagt, es ist nicht so, dass das derzeitige Strafrecht keine Instrumentarien bereithielt, um gegen diese wirklich furchtbaren und demokratiegefährdenden Verhaltensweisen vorzugehen. Wir sind gerade beim Wahlkampf. Nun ist ja vor kurzem, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, ein aktiver Wahlkämpfer, der in Thüringen als Spitzenkandidat einer Partei antritt, verurteilt worden, weil er einen jedenfalls im ersten Moment harmlos klingende Formulierung verwendet hat. Alles für Deutschland, zitiere. Da ist nun natürlich von interessierter Seite ist ausgegraben worden, dass auch andere das verwendet haben, also Frau Bär von der CSU hat sowas auch mal getwittert, im Spiegel war mal kurze Zeit eine Überschrift, die ist dann geändert worden. Frau Hummels, eine Ex-Fußballfrau, Fußballerin, Gattin und Influencerin, hat noch am Tag des Urteils das getwittert. Jetzt meinen manche, der Satz, die Worte sind ja alle die gleichen, also muss es gleich behandelt werden, gleich bestraft werden, sprich entweder alle oder keiner. Ist es so?
Nein, es ist im Ergebnis deshalb nicht so, weil auch dieser Tatbestand, auf dessen Grundlage jetzt Herr Höcke verurteilt worden ist, wie eine Vielzahl von Straftatbeständen aus zwei wesentlichen Komponenten besteht. Nämlich einmal aus dem sogenannten objektiven Tatbestand, das ist das Verwenden einer Parole der SA, das ist der objektive Tatbestand. Und dann muss es einen sogenannten subjektiven Tatbestand geben. Das heißt, ich muss auch noch als Täter, damit ich bestraft werden kann, wissen, dass ich eine, in diesem Fall eine Losung verwende, die eine verbotene Losung ist. Genauso wie in dem viel dramatischen, aber auch gleichzeitig trivialen Fall, ich einen Totschlag oder einen Mord nur dann begehe, wenn ich erstens einen anderen Menschen töte und zweitens das aber vorsätzlich tue, brauche ich eben auch bei diesem Tatbestand das Wissen darum, dass ich diese Losung verwende und dass es eine verbotene Losung ist. Und es ist jetzt Aufgabe der Strafgerichte, in dem Fall dem Landgericht Halle an der Saale, im Rahmen dessen, was wir rechtlich Beweiswürdigung nennen, sich die Überzeugung davon zu bilden, hat Herr Höcke Kenntnis davon gehabt, dass diese Losung Alles für Deutschland, die er da verwendet hat, eine verbotene ist, und hat er ganz bewusst diese Losung verwendet in Kenntnis des Umstandes, dass sie verboten ist. Und jetzt muss man schauen, wie funktioniert ein Strafprozess, wie kann ich mir als Strafrichter eine Überzeugung davon bilden, was sozusagen im Kopf des Angeklagten ist. Genau. Viele sagen, das ist ja gar nicht bewiesen, kann man ja doch nicht beweisen. Genau, das kann man beweisen. Ich mache es jetzt ganz deutlich, deshalb hatte ich das natürlich mit dem Mord und Totschlag schon angesprochen, und Hape ist jetzt mein Opfer. Das ist die Pistole. Ich schaue jetzt, das Magazin ist aufmunitioniert und es ist auch schon eine Patrone im Lauf. Jetzt halte ich diese Pistole in diesem Wissen, Herrn Hip an den Kopf, drücke ab und es passiert das, was jetzt nahe liegt. Herr Hip ist tot. Jetzt kann ich natürlich gegenüber dem zuständigen Schwurgericht, vor dem ich dann stehen werde, sagen, habe ich aber gar nicht gewusst, wenn ich da jetzt abdrücke, dass der Hip dann tot ist. Keine Ahnung. Auch da könnte man sagen, ist doch nicht bewiesen, dass der Radke vorsätzlich den Hip getötet hat. Doch, warum? Weil wir aus den objektiven Umständen, die wir immer feststellen können, rückschließen können, was ist im Kopf dieser Person vorgegangen. Und genau das hat das Landgericht in Halle, soweit ich es verfolgt habe, getan. Ja? Jemand, der politische Positionen vertritt wie Herr Höcke, der geschichtlich schon aufgrund seines Berufs jedenfalls einigermaßen orientiert sein sollte, ja, dem muss ich nicht glauben, dass er sagt, ich habe doch nicht gewusst, dass die SA das als Losung verwendet hat. Ja, genauso wie man mir nicht glauben würde, dass ich nicht vorsätzlich gerade einen Hip erschossen habe. Das ist beweiswürdig. Ansonsten könnte man niemals subjektive Tatbestände im Strafrecht nachweisen. Und insofern gilt für Herrn Höcke nichts anderes als für den Totschläger und Mörder Radke gegenüber Hip. Insofern, wie gesagt, sehe ich da die Besonderheit nicht. Und ob jetzt Frau Hummels erkannt hat, dass das eine SA-Losung ist, die verboten ist, das kann ich überhaupt nicht sagen. Wenn man ein Verfahren gegen sie führen würde, dann müsste sich das dann zuständige Tatgericht im Rahmen dieser Beweiswürdigung mit der Gesamtsituation, der Gesamtperson beschäftigen und dann im Rahmen dessen, was wir strafrechtlich freie richterliche Beweiswürdigung nennen, eben die Überzeugung vom Vorsatz, also vom subjektiven Tatbestand verschaffen oder eben nicht. Oder ich glaube, im konkreten Fall, es ist glaube ich schon klar, dass das nicht ermittelt wird. Ich meine, die Staatsanwaltschaft kann sich ja ähnliche Gedanken machen. Ist denn, jetzt will ich Ihnen die einmalige Chance geben, wie gesagt, Sie sind Strafrechtler, Sie sind nicht für Strafrecht zuständig, aber Sie haben jetzt wirklich die einmalige Chance, hier in Berlin dem Gesetzgeber zu sagen, was er strafrechtlich besser machen muss. Es gibt eine ganz, ganz allgemeine Empfehlung, die habe ich früher schon mal so ausgesprochen, als ich noch reiner Strafrechtswissenschaftler und nur im zweiten Hauptamt Richter. Wie bei jeder Rechtspolitik, gilt auch für Kriminalpolitik, wäre aus meiner Sicht günstig, wenn man etwas betreibt, was ich immer als rationale Kriminalpolitik bezeichne. Was meine ich damit? Bevor man einen neuen Straftatbestand schafft, der nun immer in Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern eingreift, wenn er angewendet wird und schon wenn er aufgestellt wird, sollte man mit empirischer, also wissenschaftlicher Unterstützung über die tatsächlichen Verhältnisse überlegen, gibt es ein Bedürfnis für diesen Straftatbestand. Das kann man teilweise sehr gut machen. Und wenn man sehr viel kriminologische Forschung betreiben lässt, dann kann man erkennen,
Und damit sind wir auch wieder bei einem Teil einer Frage, den Sie vorher gestellt haben. Gibt es wirklich ein Bedürfnis auf ein gesellschaftliches Phänomen, das in irgendeiner Weise gelöst werden muss, mit dem Mittel des Strafrechts zu reagieren? Oder muss der Gesetzgeber nicht doch überlegen, ob Strafrecht immer nur das letzte Mittel sein kann, um das gesellschaftliche Phänomen, wie gesagt, das lösungsbedürftig ist, tatsächlich zu lösen? Und wenn man sich wieder ein bisschen stärker darauf zurückziehen würde, empirisch rational Kriminalpolitik zu betreiben, dann wäre das ein großer Wunsch von mir. Und da bin ich eigentlich auch sicher, dass ich beim Gesetzgeber offene Türen einlaufe damit. Manchmal sind nur Handlungszwänge so groß, dass der Gesetzgeber dann es mit der Rationalität der Kriminalpolitik ein bisschen hinten anstehen lässt. Manchmal kommt aber auch zu Korrekturentscheidungen, wie wir das jetzt im Bereich des Sexualstrafrechts auch gerade gesehen haben. Herr Radke, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr. Danke. Trotzdem noch? Haben Sie noch Zeit? Ja, klar. Frau Köhler, Ihr Auftritt. Die erste Frage hatten wir schon hier vorne jedenfalls. So, wo hatten wir die erste Frage? Ja. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Kurze Frage. Ich habe jetzt tatsächlich Artikel 6 durchgelesen. Artikel 6, 4, da wird nur Mutter geschützt. Als aktiver Vater fühle ich mich da ein bisschen benachteiligt. Wie ist Ihre Auslegung? Sie müssen davon was wissen. Was eben als Politologe mich viel noch als zweites interessiert, ist die Ergänzung des Bundesverfassungsgerichts, wenn die zwei Verfassungsorgane, die Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen wählen, nicht mehr zu den zwei Drittel Mehrheiten kommen, im Jetzt-Zustand, der festgeschrieben ist, was passiert dann, wenn die, sagen wir, über 10 Jahre nicht die relevanten Mehrheiten bekommen? Ich fange mal mit der ersten Frage an. Ich glaube, der Artikel 6.4 ist nur zu verstehen, dann tatsächlich vor dem Hintergrund der Entstehungsgeschichte, in der insbesondere die Situation von nicht-ehelichen Müttern eben eine ganz besonders schwierige gewesen ist. Da hat sich im gesellschaftlichen Leben so vieles verändert, dass die praktische Bedeutung dieses Teilartikels eigentlich nicht mehr existiert, sondern wir haben eben eine so weitgehende Angleichung, glücklicherweise sowohl was die Rechtsposition der Eltern betrifft, als auch was die ebenfalls ja betroffene Rechtsstellung nicht-ehelicher Kinder betrifft, dass es tatsächlich keine große Relevanz mehr hat. Deshalb glaube ich auch nicht, dass es sozusagen ein Problem der Gleichbehandlung zwischen Vätern und Müttern gibt. Ich als Vater sehe das genauso. Ich fühle mich ebenfalls nicht diskriminiert durch Artikel 6.4. Die andere Frage ist natürlich tatsächlich von etwas größerer Bedeutung im Moment. Ich glaube, auch da mit der gebotenen Vorsicht, weil es natürlich Sache erstmal des verfassungsändernden Gesetzgebers ist. Wir haben ein strukturelles Problem. Das strukturelle Problem besteht gar nicht darin, dass aktuell Demokratie und Rechtsstaat ganz besonders bedroht sein können, sondern das strukturelle Problem besteht erstmal darin, wir haben eine relativ dichte Regelungsbreite und Tiefe, was die anderen Verfassungsorgane, Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung betrifft, und eine nur geringe Regelungsdichte, was das Verfassungsgericht betrifft. Schon vor diesem Hintergrund, losgelöst von allem anderen, macht es, glaube ich, einen gewissen Sinn, einen Teil von Regelungen, die bisher nur auf der Ebene des einfachen Gesetzes, also des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht sind, in das Grundgesetz zu nehmen. Und zwar nur, um diese Parität in der Regelungsdichte zu erreichen. Der zweite konkrete Punkt, die Übernahme von Quoren, qualifizierten Mehrheiten für Wahlen in die Verfassung, sind natürlich auch nicht ohne Gefahr. Wenn wir uns wirklich eine Situation vorstellen, in der es weder im Bundestag noch im Bundesrat möglich ist, eine Zweidrittelmehrheit zu organisieren bei Verankerung dieses Zweidrittelquorums in der Verfassung, dann sehe ich schon die Situation auf mich zukommen 2030, dass ich nicht mit 68 und nach 12 Jahren in den Ruhestand gehe, sondern mit 75 immer noch im Verfassungsgericht sitze. Das ist ein Zustand, den ich der Republik nicht zumuten möchte und mir auch nicht. Ich weiß aber auch nicht ganz genau, wie man es im Moment lösen soll. Ich wäre nur vorsichtig, tatsächlich gerade die Quoren unmittelbar ins Grundgesetz zu schreiben, weil wenn sie da einmal drinstehen, haben Sie ja dieselbe verfassungsändernde Mehrheit, nämlich 2/3, die Sie auch für die Richterwahlen brauchen, ebenfalls nicht. Sie kommen dann also von der Grundgesetzregelung nicht mehr runter. Deshalb muss da der Gesetzgeber, glaube ich, auch auf der Grundlage von rationaler Politik ohne Hast, ohne Angst, ohne Sorge, sondern ruhig und vernünftig überlegen, was er im Moment an Änderungen in der Rechtsstellung des Bundesverfassungsgerichts in die Verfassung übernimmt und was er
auf der Ebene des einfachen Rechts betrifft. Nur wichtig ist, wie gesagt, man sollte nicht in Hektik geraten. Es ist nicht so, dass wir kurz vor der Übernahme durch die AfD stehen, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen. So, ich würde sagen, wir können noch eine Frage zulassen und die Zeit ist zulässt. Danach würden wir dann eine kurze Pause machen. Ja, ich habe eine Frage zum Kontext Verfassungsbeschwerden. Wir haben jetzt heute das Demokratiefest auch zum 75-Jahre-Grundgesetz. Es sind ja auch viele Artikel erschienen und ein Punkt ist für mich, also die repräsentative Demokratie, so wie wir sie haben, da wird ja immer wieder diskutiert, Volksbefragung, ähnliche Dinge. Und jetzt ist nach meinem Verständnis ja, die stehen Verfassungsbeschwerden ja jedem Bürger erstmal grundsätzlich zu. Und was die Statistik sagt, dass ja nur ein ganz, ganz minimaler Teil dieser Verfassungsbeschwerden angenommen werden. Also ein sehr, sehr großer Teil wird durch Beschluss zurückgewiesen. Und da wollte ich Sie mal fragen, also jetzt auch für die Frage Demokratiezufriedenheit, auch wenn vielleicht die Gesamtanzahl nicht so hoch ist, ob die Sache so richtig ist oder wie Sie die einschätzen, weil also nach meinem Geschmack ist es so, dass doch da zu viel zurückgewiesen wird, außer Sie sagen, jetzt möglicherweise ist sowieso alles unjuristisch, was da eingereicht wird und insofern jetzt auch keine Sache für das Verfassungsgericht. Jede der Verfassungsbeschwerden, die bei uns eingeht, ist für denjenigen und diejenigen, die sie einreicht, von enormer Wichtigkeit und genauso wird sie auch behandelt. Dass die Erfolgsquote so gering ist, hat im Wesentlichen damit zu tun, dass teilweise, wahrscheinlich sogar im überwiegenden Teil, mit der Verfassungsbeschwerde Erwartungen verbunden werden, die wir als Verfassungsgericht nicht erfüllen können. Und zwar aus einem Grund. Wenn Sie so viele Verfassungsbeschwerden sehen würden, wie das bei mir täglich der Fall ist, dann kriegen Sie sehr schnell ein Gespür dafür, dass die Menschen immer ein berechtigtes, gut nachvollziehbares Anliegen haben, das aber häufig darin besteht, dass man in den bisherigen vorangegangenen gerichtlichen Entscheidungen, denn bei uns machen die sogenannten Urteilsverfassungsbeschwerden das Gros der Verfahren aus. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger beschweren sich gegen Entscheidungen, die schon von anderen Gerichten in der Fachgerichtsbarkeit ergangen sind. Und jetzt ist die Erwartung, dass wir vollständig prüfen, ob sozusagen das die fachrechtlich betrachtet richtige Entscheidung ist. Also, ob in meinem Beispielsfall, ja, das Oberlandesgericht von mir aus in Stuttgart den Paragraphen 1666 BGB, das ist die zentrale Vorschrift, um das Sorgerecht von Eltern einzuschränken, ob das Oberlandesgericht Stuttgart diese BGB-Regelung richtig ausgelegt und angewendet hat, das ist die Erwartung. Das ist nur nicht das, was ich leisten kann, sondern das, was wir leisten, ist zu überprüfen, ob die Anwendung dieser konkreten Vorschrift durch das Oberlandesgericht in Stuttgart mit dem Elternrecht des Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 in Einklang steht. Das ist etwas völlig anderes, weil es zunächst mal Aufgabe eben der Familiengerichte ist, das BGB zu verstehen. Und nur dann, wenn die das BGB in einer Art und Weise auslegen, die an der Bedeutung des Elternrechts vollständig vorbeigeht, dann können wir erst eingreifen. Das ist der eigentlich tragende Grund, warum die Erfolgsquote so gering ist. Die wäre sicherlich höher, wenn wir so etwas wären wie ein Supervisionsgericht, also eine weitere fachgerichtliche Instanz, mit der Gefahr, dass ich dann tatsächlich jetzt auch noch versuchen würde, den Familienrechtlern zu erklären, wie Familienrecht besser geht. Ja, dieser Gefahr erliege ich nicht, sondern ich bin wie alle Richterinnen und Richter, die Kammern und die Senate des Verfassungsgerichts, auf die reine Verfassungsprüfung beschränkt. Und da muss man sagen, glücklicherweise ist in der gesamten Fachgerichtsbarkeit ist es eben ganz selten so, dass unsere Fachgerichte das Recht, das sie anzuwenden und auszulegen haben, in einer Art und Weise handhaben, dass damit ein Verfassungsverstoß einhergeht. Und deshalb, wie gesagt, ist die Hoffnung der Menschen, die ich gut verstehe, und zwar in jedem Einzelfall gut verstehe, die da in Karlsruhe im Schlossbezirk können mir helfen, die können wir deshalb nicht erfüllen, weil wir eben einen sehr zurückgenommenen, und zwar richtigerweise zurückgenommenen Prüfungsmaßstab haben. Nicht jede Entscheidung der Fachgerichtsbarkeit, die ich sehe, halte ich für fachrechtlich überzeugend. Dadurch wird sie aber noch nicht zu einer verfassungswidrigen und deshalb hat die Verfassungsbeschwerde selbst in einem solchen Fall dann eben keinen Erfolg. Das immer wieder zu erklären, ist auch eine Aufgabe und wenn ich darf, Frau Köhler, wegen der vorgerückten Zeit,
auch hinter den Entscheidungen, die am Ende nur lauten, die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen, von einer Begründung wird abgesehen, § 93d Absatz 1 Satz 3 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, stehen Voten, wie ich sie erst beschrieben habe. Ja? Auch da stehen mindestens 10, 15, 20 Seiten vollständiges Votum. Diese Akten werden von drei Richterinnen und Richtern vollständig gelesen, die Voten vollständig gelesen, die Anlagen dazu gelesen. Und am Ende einigen wir uns darauf, dass diese Verfassungsbeschwerde keinen Erfolg hat, weil eben ein Verfassungsverstoß nicht vorliegt oder jedenfalls nicht dargelegt worden ist. Trotzdem steht hinter jeder Sache eine ganz, ganz intensive Beschäftigung des Gerichts. Und wie gesagt, diese Botschaft ist schwer zu vermitteln, weil das Endprodukt, so wie ich es eben beschrieben habe, eben so furchtbar kurz ist. Aber auch da gilt, wenn wir jede Entscheidung, die wir treffen, 5200 im Jahr nochmal, mit einer ausführlichen Begründung versehen, dann würden wir diese Entscheidungszahl von 5200 auf 2600 reduzieren. Und das ist auch nicht im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Ich danke ganz herzlich für die Fragen, fürs Hiersein, wünsche Ihnen noch ein schönes, ertragreiches Wochenende hier auf dem Demokratiefest. Und vielleicht haben Sie auch noch Zeit und Lust, sich das eine oder andere Interview anzuhören. Ansonsten kämpfen Sie für unsere Verfassung, kämpfen Sie dafür, dass wir ein demokratischer Rechtsstaat bleiben. Das können wir im Moment alle gebrauchen. Ganz herzlichen Dank.